Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einem neuen Videomitschnitt aus meinem Stream. Denn aktuell, ich weiß nicht für wie lange, könnt ihr in-game euch einen Anhänger erspielen. Und zwar müsst ihr da, wenn das Endgame läuft, einen kleinen Gartenzwerg zertreten und dann noch entkommen. Und das würde ich euch gerne einmal kurz zeigen. Deswegen dieser kurze Stream-Mitschnitt und dieses zusätzliche DVD-Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Es gibt auch einen ganz witzigen Bug. Mehr verrate ich nicht. In diesem Sinne viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Richtig. Und wir haben gestern angefangen. Also wir haben gestern, glaube ich, 2 Stündchen gemacht. Ja. Und wir haben mit 6000 irgendwas angefangen. Und dann lief es erst so, naja, nur so ein bisschen mal. Und dann wirklich der letzte Tag, da haben wir 8000 Euro oder so gemacht. Ja. Die Wurst hat's gerettet. Die Schweinewurst. Pyramidenkopf. Nicht bei mir. Er läuft vor zum Haus. Ja. Uah, von der anderen Seite. Sag das doch gleich. Ah. Ich hab reingeschissen. Warum habe ich Plünderspürsinn dabei? Jetzt wieder abschmieren. Oh. Seh dich. Ja schon. Ich vergesse immer, den Werkzeugkasten zu benutzen. Ich nehme extra so ein Billo-Ding mit. Oh oh. Huhu. Bin jetzt an der Scheck. Den Kopf hätte ich mal weggerannt, weil ich dachte, der kommt mir nach. Aber der hat mir die Kackespur neu gemacht. Wurde jetzt aber auch mal Zeit hier, Mensch, Junge. Zu oh. So Bonzen-Ladies, dann schmeißt man eine Einweihungsfeier fürs neue Haus. Ich bin echt gespannt, wie groß das Haus dann ist. Und ich hoffe, dass dann auch die Küche ordentlich ist, dass wir den Wurst machen. Der Gin war fast fertig. Danke. Jetzt abfahren. Okay, aber er kommt nicht zu mir. Der will nur kuscheln. Dann sollte er aber mal sein Messer wegpacken. So, jetzt lädt sich das nochmal auf zur Hälfte. Ich will diesen Jen hier weghaben. Komm, 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 komm. Zieh, 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 zieh. Oh, hat mich nicht gesehen. Nein, der Gen ist auf 99. Warte. I go over. Der hat den getreten, der hat mich nicht dran sitzen sehen. Nein. Verdammte Kacke. Aber er hat ihn jetzt nicht getreten. Er geht auch nicht. Doch, er geht jetzt wieder hin und tritt ihn. Oh Gott. Okay, er ist lautlos. Was rennt die mir denn jetzt hinterher? Geh das an. Geil. Was ist die denn? Er geht auch zu dem Hügel. Okay. Hier hinten ist auch schon ein Gen relativ weit. Bin jetzt vorne im Haus. Oh. Fürs große Kuscheln wird ein Messerchen gebraucht. Aber nicht so ein Messer. Fuß. Er ist bei mir. Ich bin halt verletzt. Ich kann mich nicht heilen. Ich
Ich liege gleich und hier ist der Keller. Hä? Ach, der hat die Scheiße mit, dass du schreist, wenn du wen anders heilst. Er hängt mich nicht in den Keller, obwohl der Keller hier ist. Nee, wir hatten ja gesagt, der nächste Killer wird ein Opa, der mit seinem Gehstock wirft. Ja, was macht denn die eine dort? Guck mal, die slidet. Was macht denn die? Bei mir slidet hier eine. Die Ende. Nein. Ich komm gleich. Hä? Hallo? Die ist in der Animation vom Deathslinger. Wenn da jemand am Hack. Sie steht da, als macht sie diese Sportübung. Hier dieses, wie heißt das, Wandsitzen? Er ist übrigens wieder hinter mir her. Hä? Ja, er geht dahin, wo sie aufgehoben wurde. Er kommt. Er rennt in deine Richtung. Ja, natürlich. Ich bin einfach hinter ihm. Er geht links an der Scheck lang. Er geht rüber zum kleinen Pavillon. Ich weiß nicht, wo du bist. Okay, da. Oh, jetzt lass mich doch nicht die ganze Zeit liegen. Dann bring mich halt um. Aber die Lady, die Mikresco, oder wie die ausgesprochen wird, die ist halt voll groß. Ja, die ist riesig. Weiß nicht, ob das dann als Killer... Jetzt geh. Also ich gehe schon von aus, dass die das so ein bisschen ans neueste Resident Evil anpassen. Ne, es kommt ja gefühlt zeitgleich mit dem Spiel, aber... Er geht vor Richtung Haus. Ich wette, oder ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht eher noch diese kleine Puppe einbauen. Dann hier rumfliegt. Die von Lara Loft gesprochen wird. Ja, zeig, lass mich ran, geh dich heilen. Ich kann mich nicht heilen. Das ist doch mein Problem mit Felix. Er war gerade vorne am Haus und ist getreten. Ja, geh. Ich. Ei, oder halt getreten. Werkzeugkasten, ja. Aber ich glaube, ich müsste es vorhin schon geschafft haben. Aber ich werde schauen, dass ich den jetzt hier auch nochmal leer mache. Geht im Ausgang. Wir sind gleich fertig. Hier hinter uns ist ein Ausgang. Okay, ich mache ihn nicht mehr leer. Und dann gehe ich den Gnom suchen und gehe mit dem Ding raus. Ich will diesen Kack-Gnom. Auch wenn ich ihn nie nutzen werde, aber ich will es einfach haben. Ich weiß gar nicht, wo der andere Ausgang... Er kommt. Okay, dann bin ich jetzt tot, weil... Ich hätte rausgehen sollen. Naja. Ich hab den Gnom. Ja, wo bist du denn jetzt? Ich glitzer. Ich komme hinter zum großen Haus, aber keine Ahnung, wo der Ausgang ist, der zweite. Jetzt kann er mich auch noch Morin. Kein
keine Ahnung, wo der andere Ausgang ist. Ich bin am Ausgang, ich bin am Ausgang, wo ich war. Oh, oh Gott, hey, Mann. Ich werde es nicht schaffen. Wir sind von einem anderen Ausgang. Kate ist pissig, weil ich den Gnome habe. Mach auch die Hütte. Come on. Ich habe den Gnome und ich bin raus. Ich mache auch. So, jetzt bin ich gespannt.